Hallihallo, Alex Fischer wieder am Start. Hallo, ich bin hier in München. Ich fahre jetzt los Richtung Landgericht, wo ich jetzt den Prozess habe wegen der einstweiligen Verfügung durch die Geistens. Kommt mal mit. So, hallo, ich bin jetzt angekommen hier. Wir sind in München in der Nähe des Justizzentrums. Hier ist der Lehmbachplatz. Einfach mal zum Gucken. Das hier ist, heißt jetzt Künstlerhaus. Früher war das das Mövenpick. Und ja, genau davor geht's jetzt Richtung Justizgebäude. Tada! So, im Justizgebäude kann ich leider nicht filmen, weil die das nicht mögen. Ist aber nicht schlimm, ich sage euch dann einfach, wie es ausgegangen ist. Dass ihr kurz wisst, worum es da geht. Einstweilige Verfügung ist praktisch ein Schnellverfahren bei Eilbedürftigkeit. Da kriegt man innerhalb von einer Stunde, wenn man Eilbedürftigkeit nachweist, ein Urteil. Und dann kann man auch relativ schnell wieder Einspruch einlegen. Und das ist jetzt praktisch auch ein schnelles Einspruchverfahren. Und sollten wir da nicht recht kriegen oder sollte ich da nicht recht kriegen, dann geht es von richtiges Gericht. Ja? Also das ist jetzt nur so eine Einspruchskammer. Genau, also in die Hauptverhandlung geht es dann. Genau, das ist dann das Justizgebäude am Lehmbachplatz. Und da gehe ich jetzt gleich rein. Also bis gleich. Also Freunde, ich bin jetzt wieder rausgekommen von Justitia, der bayerischen Justitia. Und es ist leider nicht zu unseren Gunsten ausgegangen, aber das heißt nichts. Also vereinfacht gesagt, das war ein Schnellverfahren, also das Einspruchsverfahren. Die Kammer schließt sich unserer Meinung oder meiner Meinung nach nicht an. Es gibt zwei Urteile. Das eine ist vom OLG Hamburg, das sagt, du darfst gerne eine bekannte Persönlichkeit nehmen, um Aufmerksamkeit zu erregen, sofern du ihren Werbewert nicht ausnutzt. Das heißt, sofern nicht der Eindruck entsteht, dass sie hinter dem Produkt steht. Und einfach gesagt, geht es um Geld. Ja, die wollen einfach da Lizenzgebühren. Und so einfach lässt sich das da Alex aber nicht mit sich machen, weil das ist ja genau der Lebensstil des Abschnappens, den ich ein bisschen anprangere, weil ich bin ja der Verfechter von Value-Liefern und ich meine, ich verstehe das, die haben sich eine Marke aufgebaut, ja, grundsätzlich denke ich aber, dass das Buch ihrer Marke eher zuträglich wäre als abträglich andererseits die Leute aber auch zum Nachdenken bringt. Und deswegen finde ich schade, aber wir werden das auf jeden Fall in die nächste Instanz treiben, zur Not in drei Instanzen. Und demnächst werden wir dann einfach mal einen Wettbewerb rausgeben. Wie sollen wir das Buch nennen? Unter dem Hashtag Free the Book. Ja? So, dann schauen wir doch mal, ob das alles so einfach ist, wie die sich das vorstellen. Ne? Also so schnell gehen wir uns nicht geschlagen. Bis demnächst. I keep you updated. So, jetzt auf den Schock. Werde ich mir jetzt erstmal einen schönen Latte Macchiato gönnen und mich noch bei den Followern bedanken, die mich zahlreich im Saal unterstützt haben. Vielen Dank an die, die da waren und auch an die, die es nicht geschafft haben. Ihr habt euch übrigens auch toll benommen, das war wirklich super. Und unten die bei der, also wenn du in so ein Gerichtsgebäude reingehst, wirst du erstmal kontrolliert, dass du keine Waffen dabei hast. Die fragen dann auch schon, Saal 501 und ich so, wollen Sie zu Fischer und Geis? Sag ich, nee, ich bin Fischer. Ach so, ja, okay. Und da ich weiß, sind schon viele oben, dann haben die gesagt, ja, brechend voll. So voll war es aber gar nicht, sondern es war für deren Verhältnisse voll. Also es waren so 30 Leute da in etwa. Na so, jetzt werde ich erstmal einen Kaffee trinken. So, hallo, ich habe noch ein paar Leute im Gerichtssaal getroffen, die extra wegen mir gekommen sind. Was ich sehr charmant finde, sag mal hallo. Hallo. Genau, und wir machen jetzt eine kleine Nachbesprechung, wie wir jetzt als nächstes vorgehen. Genau. Und demnächst wird es auch einen Titelwettbewerb geben mit einem schönen Preis. So, hallo, stell dich mal kurz vor. Du bist der? Hallo, ich bin der Patrick, komme aus München. Du bist selber Jurist, ne? Das ist richtig, genau. So, jetzt sagen wir, es war auch einer von meinen netten Followern, der mich unterstützt hat und mir die Daumen gedrückt hat. Hat zwar nichts geholfen, weil die bayerische Schnelljustiz hier gesagt hat, ja, die waren gut drauf irgendwie so, ne? So, ja, so ganz. Aber waren jetzt nicht wirklich, hatten vorher schon ihre Meinung und waren nicht wirklich davon abzubringen. Mhm. Wie siehst du die Sache? Ja,
ich denke, das Ergebnis von heute ist natürlich nicht so ganz das, was du dir jetzt erwartet hättest, aber ich würde es auf gar keinen Fall aufgeben, weil ich denke eigentlich, dass die Rechtslage eigentlich ganz klar zu deinen Gunsten spricht. Es wäre eigentlich schade, wenn man das Buch so nicht weiter verbreiten könnte, und deswegen kann ich nur sagen, weitermachen. Also ich sag mal so, grundsätzlich werde ich das natürlich schon durch die Instanzen treiben. Ich sag mal so, wenn ich es dann gewonnen habe, dann ändere ich vielleicht den Titel, aber dann, vorher definitiv nicht. Dann vielleicht. Sonst noch so, wie du es fandest, irgendwie noch eine Anmerkung dazu? Ja, Gerichtsverhandlungen habe ich schon die ein oder andere erlebt, aber dass ich mit dem Beklagten danach noch kurz einen Kaffee trinken gehe, das kam dann doch noch nicht so oft vor. War natürlich. Ja gut, war ja jetzt auch keine Strafsache, Gott sei Dank. Nein, um Gottes Willen, ja. Da wäre es vielleicht anders gelaufen, aber das hoffen wir nicht. Nee, aber auf jeden Fall ein interessanter Tag, und vielleicht gibt es ja noch eine Fortsetzung. Cool. Du hast ja auch eine Werbeagentur, die sehr gut läuft. Sagen wir mal unseren Leuten, die dich sympathisch finden, der macht dann Werbung, die auch rechtskonform ist, nicht so wie ich. Wie ist denn deine Internetadresse? Das ist die Werbeagentur Advice & Co. Advice, das schreibt sich adwyse.de. Das ist eine Werbeagentur in München, sind schwerpunktmäßig im Online-Marketing tätig. Das heißt, wir machen gerne dynamische Websites. Genau. Und die Kombination, wie gesagt, Entschuldigung, die Kombination online mit Rechtssicherheit ist vielleicht nicht unbedingt verkehrt. Was macht ihr genau? Ja, wir sind Schwerpunkt im Online-Marketing tätig. Wir machen gerne Websites, gerne dynamische Websites, Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing, Google AdWords, also die komplette Online-Palette, die man heutzutage braucht als Unternehmen. Wunderbar. Und das Ganze auch noch rechtssicher. Also wenn ihr München seid, dahin wenden. Ne? Noch irgendwas zum Abschluss? Zum Abschluss. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dich heute zu treffen, Alex. Ja. Sehr sympathischer Typ, genauso wie auf den Videos, hat sich hier bewahrheitet, und ich denke, vielleicht gibt es dann eine Fortsetzung. Dankeschön. Ja, er kam vorhin übrigens zu mir her und hat gesagt, also Alex, ich bin ja Jurist und grundsätzlich misstrauisch, und ich habe jetzt die ganze Zeit irgendwie nach dem Haken gesucht, wann jetzt irgendwann das 5.000-Euro-Angebot bekommt oder so. Genau. Wie lange suchst du jetzt schon nach dem Haken? Ja, jetzt schon so einige Monate. Ich suche immer noch. Vielleicht finde ich ihn. Ich bin inzwischen nicht mehr so ganz zuversichtlich, aber ich suche weiter, Alex. Kein Problem. Ich angel übrigens auch. Es ist durchaus möglich, dass du einen Haken findest früher oder später. Wunderbar. Genau. Also bis dann. Ciao, ciao. So, ja, auch noch einer meiner treuen Follower. Sag schnell deinen Namen. Servus, ich bin der Markus. Servus, ist der Markus. Und der kommt natürlich aus Hamburg, wie man hört. Nein, Schwan, aus München bzw. aus Bayern. Genau. So, erzähl mal, wie fandest du es? Du warst auch bei der Güteverhandlung bzw. Endfahren. War sehr interessant. Ich habe es auch cool gefunden, dass sie reichlich Leute unterstützt haben. War echt super. Mhm. Ja. Leider schade natürlich, dass wir jetzt mal verloren haben, aber du kämpfst ja weiter. Eben. Also das wollen wir doch alles mal sehen. Das ist auch so eine Lektion. Man muss dranbleiben, Komfortzone und so weiter. Was ich halt lustig fand, also die Aussage von dem Rechtsanwalt, ja, das Geschäftsmodell ist, also ich meine, gegen Versandkosten gibt er sein Buch raus, aber das Geschäftsmodell, er weist dann auf seine Webseite hin, genau. Habe ich da gesagt. Das haben sie aber echt sehr scharfsinnig erkannt. Ja, ne? Genau, richtig. Ja, also, ja, genau. Sonst noch irgendwie eine Meinung dazu? Ja, also was er eben dann auch aufgezeigt hat mit seinen 11 E-Mails, was er dann gekriegt hat, wo er sich dann das Buch selber bestellt hat und so, aber er hat es halt natürlich nur bestellt, aber nicht gelesen, hat man klar festgestellt, weil wenn man das lesen würde, dann darf man den ganzen Hintergrund verstehen und ja, nicht so von hier oben herab das Verhandeln. Ja gut, du darfst auch eins nicht vergessen, Rechtsanwälte leben vom Chaos. Genau. So, das heißt, sie leben davon, dem anderen eins reinzudrücken. Meine Mutter wollte auch, dass ich Jurist werde, da habe ich mir gedacht, naja. weil wenn du daran Geld verdienst, wenn du mit dem anderen eine draufgehauen kriegst, ich sag mal, im Zivilrecht, klar kann man sagen, ich verteidige nur Leute, aber so ist es ja nicht, sondern du machst ja immer beides. Ja. Und im Strafrecht hätte ich jetzt zum Beispiel ein Problem, wenn ich genau wüsste, der ist schuldig, dann muss ich ihn dann genauso verteidigen, wie es ist. Also das wäre so für mich nicht wirklich was. Genau, sonst noch irgendwas? Nee, also ich finde auf alle Fälle das cool, wie du das alles machst, dass du das alles kostenlos rausgibst, und ich bleibe definitiv weiterhin dran und werde die ganze Sache verfolgen. Ja, das stimmt. Und lass uns eine Delle ins Universum hauen. Ne? Genau, so machen wir das. Okay, ciao, ciao. Ciao. Ciao, servus. So, hallo, du heißt? Ja, Georg. Hallo, Georg. Du hast mich auch unterstützt bei der Gerichtsverhandlung hinten im Publikum. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, ich bin schon der Meinung, dass man das mit den Geistern auf dem Titel lassen sollte, weil das einfach, so wurde das Buch auch vermarktet am Anfang, und ich finde es jetzt schlecht, wenn man jetzt nur diese X oder irgendeinen anderen Namen nehmen müsste. Na, ich sag mal so, der Grund, warum ich ja die Geissens unter anderem genommen habe, war ja,
weil ich der Meinung bin, dass die Leute immer nur dem schnöden Mammon hinterherlaufen und auch langsam sich die Kultur ausbreitet, dass Geld der übergeordnete Gott der Welt ist. Ja, also verkauf deine Großmutter nicht, schlimm, Hauptsache du hast Gewinn gemacht. Das repräsentiert einfach für mich diese Denke. Und in dem Buch gehe ich ja sehr deutlich darauf ein, dass dich das nicht wirklich glücklich machen wird und so weiter. Und jetzt mal unabhängig davon, was uns lieber wäre oder so, wie fandest du so allgemein die Vorgehensweise, Mensch, Anwalt, Vollmacht, wir haben sie seit 6 Wochen gerügt, der hat sie nie gebracht, ist nicht so wichtig. Oberlandesgericht Hamburg interessiert sie auch nicht so wirklich, die Auseinandersetzung damit finden sie auch nicht. Wie siehst du das? Die waren schon recht locker, die Jungs, ne? Der hatte sehr viel Humor auch. Die waren völlig tiefenentspannt, das stimmt. Ich finde aber, sie waren nicht so gut informiert, die Leute drin. Ja, also sie haben ja auch das Buch nicht richtig durchgelesen, nur angelesen. Also von Internet hatten sie auch nicht viel Ahnung. Das war auch nur so überflogen alles. Und ich finde, die hätten sich ein bisschen mehr informieren können. Und die Message ist ja super auf, was man da rüberbringen möchte. Und das fand ich halt nicht so... Ja, natürlich. Man muss natürlich das Buch von innen bis vorne durchlesen. Und gerade am Schluss ziehe ich ja auch das Resümee. Hey, sag mal, wäre das nicht besser, wenn man das so machen würde? Ne? Ja, und hättest du nicht ein reichhaltigeres, erfüllteres Leben? Aber das ist, wie gesagt, so die Gesamtmessage. Ich glaube, die hatten einfach auch gar keinen Bock, sich damit so weit auseinanderzusetzen. Aber gut, das werden wir noch sehen. Danke für deine Meinung. Ja. Super, ciao, ciao. So, hallo, ihr wart ja auch bei der Verhandlung mit dabei. Wie fandet ihr denn das so, die Gesichtspunkte von denen, auf die sich die gestellt haben? Also ich habe schon vorher mit ihm gesprochen darüber, wie das einfach ausgehen sollte. Und wir dachten einfach eher, dass du gewinnst, weil der Begriff reicher als ist ja weit definierbar. Und dadurch, dass, wie auch in der Verhandlung schon gesagt wurde, dass sie ein solches Buch nicht vermarkten würden oder unter diesem Titel, weil sie einfach sich selbst als Top-Notch darstellen, sehe ich jetzt nicht wirklich, dass sie dadurch einen wirklichen wirtschaftlichen Schaden haben. Ja, also grundlegend, es gibt halt ein OLG Hamburg-Urteil, wo es heißt, du darfst die Aufmerksamkeit durch eine Person des öffentlichen Bereichs auf dich lenken. Du darfst aber nicht ihren Werbewert ausnutzen, was du tust, wenn die Idee entsteht, sie würden hinter dem Produkt stehen. Ne? Das haben die halt auch ignoriert, aber gut, wir sind auch in Bayern, ne? Da läuft das natürlich, läuft das natürlich alles ein bisschen anders. So, wir werden das auf jeden Fall sagen, das wollen wir doch mal sehen. Also wir geben das jetzt in die Hauptverhandlung, das war jetzt momentan die Widerspruchsverhandlung, die ja auch schon die einstweilige Verfügung gemacht haben und die sehen das natürlich genauso, wie sie das gemacht haben und wir werden jetzt einfach hergehen und sagen, na gut, dann lassen wir es in die Kammer. Die Kammer hier, das geht dann ins OLG in München, wo man dann sehen wird, sehen die es genauso, wenn ich die mal noch eine Instanz höre. Das wollen wir doch einfach mal sehen. Jawohl. Genau. Und demnächst werden wir einen Wettbewerb aufrufen unter dem Hashtag Free the Book. Ja? Und zwar, welchen Namen können wir dem Buch geben, damit endlich es seine Ketten sprengen kann. Genau. Also, ihr seid auch herzlich eingeladen, dann da mitzumachen. Der Gewinner kriegt dann irgendwie einen Sonderpreis. Weiß ich noch nicht, wie, aber es wird cool. Yay. Danke fürs Dasein. Gerne, war super. Ja, super, dankeschön. Ciao, ciao. So, hallo, du bist der? Bene. Bene, das ist Bene aus? München natürlich. Aus Minga. Natürlich, Minga. So, wunderbar. Du warst auch, vielen Dank nochmal, dass du mich unterstützt hast bei dieser Einspruchsverhandlung bezüglich der einstweiligen Verfügung. Wie ist denn deine Meinung dazu? Wie fandst du das so? Also erstmal super, dass das Ganze öffentlich war, dass man einen Einblick bekommen hat in wer hat welche Meinung. Toll auch, dass du da warst, deine eigene Meinung kundgegeben hast. Vom Richter fand ich es ein bisschen, ja, das Feeling war eher so, wie ich schon gesagt, im Biergarten ein bisschen, doch sehr amüsant, was er so gesagt hat. Hat eigentlich schon seit der ersten Minute seine eine Meinung gehabt, wollte von der auch nicht abweichen, aber mein Gott, erste Instanz, zweite Instanz und dann... Ne, es ist noch nicht mal die erste Instanz. War jetzt einfach so, einstweilige Verfügung geht ja im Eilverfahren, das war jetzt das Widerspruchsverfahren. Also es ist noch nicht mal wirklich vor Gericht, es ist eher vor so einer Schnellkammer. Okay. Ne, und das ist halt auch so ein bisschen das Fast-Food-Feeling, das da aufkommt. Und die haben natürlich auch keinen Bock, sich da total tief einzurufen. Ja, ich finde super, dass dafür auch gekämpft hat. Hat man aber auch gemerkt irgendwie, ja, ne, dass die nicht so wirklich tief drin waren. Ja.
Cool, sonst noch irgendwas? Ja, also erstmal super. Wie gesagt, schon der ganze Content frei. Super, ich bin erst sehr spontan auf dich zugekommen. Praktisch durch die Podcasts, durch die Vertriebsoffensive von The Kräuter. Und ja, da kennen wir uns erst ganz kurz. Ganz kurz, ja. Das ist ja auch super inspirierend mit den Büchern, leicht bestellt, ähnliches. Also bin ich schon. Auch gelesen schon? Noch nicht. Ist noch nicht mal da leider, aber kommt bald. Aber bin sehr gespannt drauf, freue mich, ob das was kommt und auf vielleicht nochmal ein neues Treffen. Super, dass auch hier an Leuten trifft und auch das Ganze bereitstellt. Super, danke, dass du da warst, danke, dass du mich unterstützt hast. Bis demnächst, ciao, ciao.